Und hallo meine lieben Freunde, heute stelle ich euch ein weiteres Buch von Richard Bachman, für den einen oder anderen, das ist auch von Stephen King, Amok aus dem Jahre 1977, Originaltitel ist Rage, spielt aber in diesem Fall eine Nullrolle, weil das Buch scheiße ist. Es ist langweilig, es ist zerrt an den Nerven. Man will dieses Buch nicht lesen. Ich musste mich so überwinden, dieses Buch wirklich zu lesen. Ich habe mich gefühlt, als würde ich lebendige Würmer essen oder wie auch immer. Immer dieses Gefühl, nein, du musst es noch zu Ende lesen, du musst es noch zu Ende lesen. Und als ich dieses Buch zu Ende gelesen habe, war ich glücklich und erleichtert, dass ich diesen Scheiß hinter mir habe. Worum geht's? Der Protagonist wird gemobbt oder auch nicht, habe ich nicht so richtig verstanden. Aber er will Rache nehmen und barrikadiert sich in der Schule, sperrt seine Mitschüler und die Lehrerin mit ein und erschießt den einen Lehrer und dann spielt er mit denen langweilige Spiele und dann einige sind dann auf seiner Seite und die anderen sind nicht auf seiner Seite. Die Polizei ist draußen auf dem Schulhof. Und das zieht sich sage und schreibe knapp 200 Seiten. Das ist eigentlich so mein Lieblings-Seitenanzahl, wo ich die Bücher schnell runterlesen kann. Und das hat ewig gedauert. Ich glaube 2 Wochen, weil ich immer das Buch weggelegt habe nach jedem Kapitel und mich überwunden habe, es wieder in die Hand zu nehmen. Ich war tierisch enttäuscht von dieses Buch. Ich empfehle es niemandem, wirklich niemandem. Und auch Hardcore-Fans von Stephen King sollten sich dieses Vorhaben zweimal überlegen. Dieses Buch hat auch eine traurige Geschichte mit sich gezogen. Ich glaube, nach einem Massaker in den USA, ich weiß nicht, ob es dieses Columbine-Massaker war oder ein anderes, hat Mr. King dieses Buch aus den Buchläden in den USA entfernen lassen. Warum er das nicht auch in unserem Lande getan hat, bleibt fraglich. Vielleicht sind wir hier in Europa ein bisschen zivilisierter oder auch nicht. Oder uns kann man vielleicht auch das Geld dennoch aus den Taschen ziehen. Dieses Buch hätte wirklich überall vom Markt genommen werden, weil es grottenschlecht ist. Falls ihr anderer Meinung seid, lasst es mich wissen, schreibt eure Kommentare, abonniert den Kanal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Auf Wiedersehen.